Die Schenkelhalsfraktur ist ein Bruch des Oberschenkelknochens ganz dicht unter dem Hüftkopf. Das tritt entweder bei jungen Patienten bei Hochrasanstraumen, also Sturz aus sehr großer Höhe oder Motorradunfällen auf, aber viel häufiger sind es Bagatellunfälle bei alten Patienten, dann häufig in Verbindung mit Osteoporose. Oberstes Ziel ist es immer, den Menschen so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu bekommen. Dazu setzen wir beim alten Patienten in der Regel Hüftendoprothesen ein. Wichtig ist es dann, den Patienten gemeinsam mit unseren Kollegen aus der Altersmedizin wieder schnell in das bisherige Umfeld zurückzubekommen.